Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und ja, wir waren in der letzten Folge einfach ja, ganz entspannt hier am Weiterbauen. Und da erstrahlt wieder ein neues Gebäude zu neuem Licht. Und ja, hier haben wir sogar gelbes Licht drin. Sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja geil. Gelbes und blaues Licht, ja. Gibt's wie gesagt im Standard-Package nicht, deswegen war ich so begeistert. Gut. Ja, und in dieser Folge werden wir weiterbauen. Allerdings habe ich jetzt mal. Mich würde jetzt mal was interessieren. Und zwar, wir haben ja hier unser U-Bahn-Netz. Ne? Und wenn wir jetzt mal gucken hier in den Verkehr, da sieht man ja, dass sich die U-Bahn ganz schön staut. Ne? Vor allem hier. Genau. Bringt es was? Den Trick habe ich jetzt nämlich auch von Elite. Bringt es was, wenn wir die U-Bahnen so miteinander verbinden, dass sich dann eventuell der Verkehr ein bisschen auflöst? Würde ich jetzt gerne mal schauen. Also das ist jetzt mal erstmal ein kleines Experiment mal zum Anfang, ob das funktioniert. Weil das wäre, schaut euch das an, die U-Bahn, die geht da nämlich links, rechts, links, rechts, links, rechts. Erinnert mich ein bisschen an unsere U-Bahn hier in Köln. So, aber gut. Weil der Elite hat er nämlich gefragt, ob das vielleicht ja, den Verkehr ein bisschen entzerrt. Und dann gucken wir doch einfach mal. Es sieht tatsächlich so aus, oder? Nee, Verkehr geht wieder nach links. Verkehr. Ja. Das hier oben ist auf jeden Fall die Monorail, aber hier unten. Merken wir uns mal, das ist gelb. Das ist gelb hier. Und dann links daneben ist orange. Okay, und wenn wir das jetzt wieder entfernen, also gelb. Und wenn wir das jetzt wieder rausnehmen, hier das Zeug. So, und dann jetzt wieder in den Verkehr gucken. Rot. Also es scheint tatsächlich zu helfen, ne? Wenn wir hier mehr U-Bahnen rein. Okay. Okay, Freunde. Dann wisst ihr, was ich jetzt mache. Vielen Dank, lieber Elite. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so gut klappt. Aber wir machen jetzt dann tatsächlich ein engmaschigeres U-Bahn-Netz hier hin. Für die Leute, ja. Damit die auch schön mit der U-Bahn vorankommen, weil es scheint tatsächlich gute Auswirkungen auf den Verkehr zu haben. Okay, interessant. Ja, dann machen wir das doch. So. Dann machen wir denen jetzt einfach mal ein engmaschigeres U-Bahn-Netz. Das ist ein guter Trick. Ich hoffe, dass ich den beibehalten kann und nicht wieder vergesse. Sehr interessant auf jeden Fall, ja. Dass das so gut klappt, hätte ich es auch nicht gedacht. Oder halt entlang der Straßen. Ne, wartet mal, dass wir die U-Bahnen tatsächlich entlang der Straßen aufbauen. Ich meine, es kostet zwar viel, aber wir haben ja das Geld. Ne, ich meine, dass wir das dann ein bisschen engmaschiger machen und dann vielleicht ja unsere Verkehrsprobleme in den Griff kriegen. Das wäre doch mal was. So. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen engmaschiger. Aber wie gesagt, komplett aus U-Bahn den Untergrund mache ich nicht, weil das wäre ein bisschen too much. Too much wäre das. So, aber am besten, ja, machen wir es mal so und so. Dann hier oben noch. So, dann gucken wir uns mal gleich mal den Verkehr an. So, Verkehr. Ja! Verkehr geht zumindest ein bisschen nach rechts. Also in dem positiven Bereich. Okay, dann machen wir das doch einfach weiter. Was soll denn der Geiz? Also wirklich. Das ist cool, okay. Ja, ich meine, so kann die Folge auch losgehen, ne? Mit einer guten Sache für den Verkehr, ja. Das nehme ich gerne, weil diese Verkehrsprobleme, die waren schon. Sie sind schon, ja, ein bisschen nervig, aber ist okay. Verkehr geht wieder nach links. Oh, warum?
Aber wenn wir jetzt mal gucken. Und dadurch muss es verlassen. Verkehr. Es wird grüner. Vor allem auch hier, ne? Es wird grüner. Okay. Sehr gut. Also es ist jetzt bewiesen, dass sich das positiv auf den Verkehr auswirkt, wenn die U-Bahn ordentlich ausgebaut ist. Ich verstehe. Ja, wobei hier von oben nicht ganz, weil es immer noch zu krass ist mit dem Verkehr. Aber tatsächlich hier. Dann machen wir das doch einfach weiter. So. Verkehrsdichte ein bisschen reduzieren. Ja. Strukturierte U-Bahn im Stil einer Metro. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Machen wir das mal so. Zack hier. So. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Wie wir jetzt hier weiter unsere Hauptstadt auf Vordermann bringen. Ja, freut mich sehr, auch dass dieses Projekt nach wie vor Anklang findet. Finde ich super. Hat das auch verdient, weil SimCity 4 ist einfach ein mega nices Spiel. Auch wenn es schon alt ist, aber mein Gott, ihr wisst ja, dass ich auf alte Spiele stehe und das ist ja auch der Grundsinn dieses Kanals hier, ne? So, wollen wir dann hier nochmal ein bisschen was hinlegen. Schaut euch das an, diese U-Bahn-Verbindung. Richtig krass. Aber ist es halt auch logisch, ne? Je mehr Verbindungen da sind, umso besser halt auch die Verkehrsanbindung. Deswegen, ja, macht schon Sinn. Macht schon Sinn, okay. Noch hier einmal rein, hier vorne. So, dann hier am besten noch hin. Jawohl, das nimmt doch Formen an. Wie sieht es mit dem Verkehrswert aus? Ja, geht wie nach wie vor ein bisschen nach rechts, ne? Zack hier, zack. Meine Güte, viele Löcher drin. Aber ja, ich hab halt nicht so gebaut. Ne? Deswegen. Hey, guckt euch doch mal, wie das U-Bahn-Netz jetzt aussieht. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Aber hier passt, hier könnte man theoretisch noch eine Verbindung hinlegen. Genau. Einfach hier, zack. Ich meine, ja, kostet zwar mehr im Monat, aber wie gesagt, das ist eine Investition, die sich lohnen wird. Absolut. So, dann machen wir hier nochmal. Sie suchen Büros. Sehr gut. Machen wir auch gleich weiter. Wie gesagt, erstmal den Verkehr auf Vordermann bringen. Auch wenn der Wert noch nicht nachhaltig nach rechts springt scheinbar. Aber ist auf jeden Fall besser geworden. Das nehme ich ja schon. Ja. So. Hier noch einmal, hier noch einmal, hier noch einmal, hier noch einmal. So. Ziehen wir das schön hier lang. Oh, das ist jetzt ein bisschen im Wasser. Aber ist das jetzt verbunden? Das ist verbunden, oder? Das ist verbunden, ja, okay. Und ja, wie gesagt, mache jetzt hier wieder weiter mit SimCity 4 nach Resident Evil 1 Remaster. Und ja, schön entspannt hier. Wunderbar. Meine Güte. Du musst ganz schön viel nachholen, merke ich gerade, was das angeht. Aber gut, das ist halt, ja, ein neuer Baustil. So, dann machen wir das doch einfach. Verkehr geht wieder nach links. Warum? Warum tust du das, Verkehr? Warum? Es wird eher schlimmer, habe ich das Gefühl. Oder was? Mach mal bitte unterirdischen Modus verlassen, Verkehr. Ja gut, hier... Ja gut, ich meine... Aber es ist mehr grün als rot. Von daher... und hier in der Downtown kann man es halt nicht verhindern. Aber wie gesagt, ich mache das weiter. Das ist wirklich gut. So. Ja, wobei, hier könnte man theoretisch noch eine U-Bahn-Station irgendwo reinhauen, oder? Wartet mal. Aber nee, hier ist alles voll... Ah, hier kann man aber noch Parks reinmachen. Ja gut, dann machen wir hier noch ein paar Parks rein.
So. Dann mach hier Bäume. Bäume, 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 Bäume. So. Okay. Ja gut, dass die hier halt viel Verkehr haben. Ah, wartet mal. Hier könnte auch noch eine... Ah, nee, da ist schon eine. Verdammt, da ist schon eine U-Bahn-Station. Hm. Wie kann man das hier oben denn so ein bisschen entzerren? Was ist hier eigentlich los? Warum? Kunden gering. Verschmutzung hoch. Ja, okay. Tut mir leid. Aber... Ha. Ihr wollt noch ein paar Bäume haben, denke ich mal, ne? Ihr hier. Ihr wollt noch ein paar Bäumchen haben hier. Ja, kriegt er. Kriegt er. So. Das andere ist auch verlassen, oder? Verschmutzung hoch. Ja, Kunden gering. Warum auch immer. Okay. Machen wir weiter mit unserem U-Bahn-Netz hier. So, das geht jetzt natürlich, die Kosten gehen jetzt natürlich in die Höhe für dieses engmaschige Netz. Aber, oh Gott, hier alles noch miteinander verbinden, ne? Aber da mache ich jetzt nur alle zwei. So. Dann hier, so, genau. Ja, wobei hier vorne ist der Flughafen, das kann ich eigentlich außen vor lassen. Machen wir einmal rein und dann war es das. So. Das können wir eigentlich außen vor lassen. Jetzt nur hier können wir noch ein bisschen was machen. So, dann hier auch nochmal eine Verbindung rein. Hier auch nochmal. Da muss noch eine rein. Hier. Erstmal so. Und so. Ja. Schön strukturiert. Finde ich gut. Aber hier nochmal. So. Hier vorne schön miteinander verbinden. So. Und... Ach, ist das entspannt. Das ist gerade so richtig entspannend. Nach Resident Evil ist das immer... ein Zuckerschlecken dagegen, ey. SimCity 4. So. Alles klar. Ja, wir sind gleich so weit. Dauert nicht mehr lang. Zwei U-Bahn-Stationen nebeneinander? Okay, auch gut. Was habe ich denn da gemacht? Was habe ich da gemacht? Zwei Stationen nebeneinander? Ach, wegen Stau oder was, ne? Werden ja beide genutzt. 25%, ja, eigentlich... Ja. Hm. So. Gut, ich glaube, wir haben es gleich. So. Nochmal nachziehen hier. So. Meine Güte. Richtig engmaschig. So. Aber ich glaube, das ist auch in Paris so, ne? Wenn man da mal auf die U-Bahn guckt, da ist sie auch so engmaschig. Deswegen, also es ist schon okay, was wir hier tun, ja? Und auch realistisch vor allem. So, dann hier noch. Meine Güte. Wir investieren ganz schön in unsere U-Bahn, ja. Muss ich sagen. So, und hier nochmal. Ach ja, und wegen der... Mir fällt gerade was auf. Wegen der Einbahnstraße habt ihr mir auch nochmal was gesagt. Da gucke ich gleich nochmal in den Kommentar rein. Auf jeden Fall, das hier... Ich hoffe, wir sind auch so fertig fast, ne? Moment, dann zeige ich euch das gleich, was ich meine. So, das sieht schon krass aus. So, wir sind soweit. Dass das hier so nicht funktioniert, weil es wie eine Allee wäre, sondern... Wartet mal, ich gucke mal gerade kurz in den Kommentar... Oh Gott, wir haben schon die halbe Folge voll! Was zur Hölle? Ja, gut, aber das ist wichtig, sowas. Ich guck mal gerade in den Kommentar rein. Genau. Dass wir einfach die Gebäude mit Einbahnstraßen einkreisen. Ja, also, ich meine, dass wir immer noch... Ich meine,
Brauchen wir Bewohner? Ja, wir brauchen Bewohner. Das ist gut, weil dann kann ich euch das direkt mal demonstrieren hier. Dass wir... Ja, wohl, Frage ist jetzt... Wo machen wir das am besten? Ich denke mal, wir können es hier... Nee, das funktioniert natürlich so nicht. Ich suche jetzt gerade mal einen Spot, wo wir das mal gut hinmachen können. Ich denke mal... Ach genau, hier wollten wir ja. Ja. Okay. Hier war ich ja stehen geblieben beim letzten Mal. Ja, so, ja genau. Dass wir das tatsächlich dann mit den Einbahnstraßen... Ich mach das jetzt mal. Dass wir das dann tatsächlich so machen. 6. Dass wir das dann so machen mit der Einbahnstraße. Genau, guckt euch das an. Dass die Leute hier einfach einmal außen rumfahren. Na, und das probieren wir doch einfach mal aus. Ah, verdammt, die Monorail. Aber ist okay, die können wir ja gut umlegen hier. Die Monorail kann gut, so. Ja, perfekt, Freunde, perfekt. So, dass wir hier jetzt nochmal ein Wohngebiet reinmachen. Ich weiß zwar, dass die nicht so gut, nicht so gerne, ja, neben Gewerbe sind. Deswegen machen wir die auch ein bisschen weiter weg. Aber das wir da tatsächlich so machen hier, ne? So. Und also, dass wir dann hier noch den Fünfer-Ding offen haben. Für die Parks. Und dann hier noch einmal Bus und U-Bahn. So, und... Eine Straße kann hier, glaube ich, tatsächlich durch. Das ist, glaube ich, okay. So, und dass wir dann hier die Parks aufbauen. Schön. Genau, so, dass das so aussieht. Wisst ihr? Und ich weiß, dass das jetzt was ziemlich viele Straßen sind. Aber schaut mal, da kommen sie doch schon. Da kommen sie doch schon. So, ihr kriegt aber zwei U-Bahn, zwei Monorail-Stationen tatsächlich. So, und natürlich eine U-Bahn-Anbindung direkt. Ja, ganz klar. Moment, aber das ist... so. Moment, das müssen wir aber anders machen hier. Wir müssen die Bushaltestelle, die ich da oben hingemacht habe, weg. Die muss weg. Und durch eine U-Bahn... Ah, Quatsch, was mache ich denn? Die Bushaltestelle war schon richtig. Mach da eine U-Bahn-Verbindung hin. So. Wenn wir die auch schön hier ans Netz anbringen. So. Direkt engmaschig. So. Ein bisschen hier vorne noch mit. Genau. Hier noch. Zack. Zack. Spirituelle auf Suche nach neuem Haus. Ja, das machen wir gleich. Lehrer drum mit Schreik. Na gut, ich habe jetzt halt ein paar Einwohner dazu gewonnen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass wir hier einen schönen Einbahnstraßenring machen. Vielleicht läuft das ja dann auch noch besser mit dem Verkehr, ne? Das kann gut sein. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Ja, das ist in Ordnung. Ich denke mal auch, ich weiß, welche Schule. Das ist nämlich die hier. Oder? Lasst mich raten, welche Schule das ist. Ne, es ist die da oben. Okay. Oh, die da... hä? Die hier? Okay, dann tut es mir leid für die Wälder, aber dann brauchen wir hier eine Grundschule, tatsächlich. Eine große Grundschule. So, zack. Tut es mir leid für die Wälder, echt. So, Verkehr, ja, hat sich minimal gebessert, tatsächlich. Und, ja. Wie gesagt, Verkehr ist hier grün, also das scheint... Scheint hinzuhauen, ja. Und die Straße hier natürlich direkt orange. Nee, Leute, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier eine Einbahnstraße hin. Machen wir hier eine Einbahnstraße hin, die so läuft. Okay. Also die Landstraßen sind ja wirklich... Die erzeugen viel Verkehr, die Landstraßen, ne? Das ist aber auch eine gute Idee hier. Na gut.
Alles klar, und wir brauchen wieder Jobs. Wir brauchen wieder Jobs. Okay, dann machen wir doch Jobs einfach hier vorne hin. Gut, alles klar. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Okay, weil wir müssen ja hier doch das Monorail-Kreuz fertig machen. Ne? Moment. So. Sehr schön. Und ja, dann geht's weiter hier mit der neuen Jobs. Da, perfekt. Passt wunderschön da rein. Dann machen wir hier jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob die. Oh. Okay, wir müssen Wasser runterziehen. Und jetzt gucke ich auch nochmal nach der Wasserverschmutzung. Wasserverschmutzung, ja. Ja, ihr seht das, ne? Hier ist Wasserverschmutzung tatsächlich. Also Details, wir müssen hier unten leider, so leid es mir tut, aber noch einmal eine... Cleans the air for 50 tiles around. Das sind so Mod-Gebäude, aber da will ich drauf verzichten. Ein Klärwerk müssen wir einmal aufbauen hier. Ja, genau. Passt da hier rein. So, dann haben wir nämlich auch die Wasserverschmutzung weg. Ihr seht es, ne? Weg. Ganz genau. Und Umwelt geht leicht nach rechts, Verkehr geht nach rechts. Ja, es ist sehr cool, tatsächlich. Ja, und schon bauen sie sich hier auf. Wunderbar. Oh Gott, wir brauchen ohne Ende Jobs, merke ich gerade. Ja gut, ich meine, wenn sie das so haben wollen, dann sollen sie es halt auch kriegen, ne? So, dann machen wir hier mal eine Straße zwischen. So, dann machen wir das mal so. 4x4 und... Oh! 4x4 und 3x3 ist halt. Okay, aber passt. Machen wir euch eine schöne Bushaltestelle und übernehmen. Die Bushaltestelle, die mit der Autobahn verbunden ist, ja. Es ist so herrlich. So, dann machen wir euch hier unten noch eine hin. Schnelle U-Bahn-Station, ja. Zwei Stück. Ja, und dann direkt wieder mit dem schönen engmaschigen Netz hier. Oh, da ist wieder ein Verkehrsunfall. Ach Leute, ihr fahrt so wie die, ihr fahrt wie die Geisteskranken hier in dieser Stadt. Das ist wirklich unglaublich. Die Straßen sind doch gar nicht so schlimm. Mensch. So. Dann machen wir hier. Machen wir hier jetzt einfach Wälder hin, weil ich glaube auch, dass die Plazas irgendwie nicht so doll sind mit der Luftverschmutzung, oder? So. Also das war... Lieber Wälder hier hin machen statt Plazas, die, wo wir keine Bäume drauf pflanzen können. So. Dann hier. So, wunderschön sieht das aus. So, dann haben wir das ja. Es wäre cool, wenn wir hier eine Auffahrt hätten. Kriegen wir das hin? So, und man kann. Moment. Das hattet ihr auch gesagt. Man kann ja mit... Hier. Guck mal. Benutze die Tab-Taste, um zwischen Straßen, Einbahnstraßen und Alleenauffahrten zu wählen. Das heißt, man kann hier, wenn wir jetzt Tab benutzen... Guck mal. Wir können ja hier verschiedene Sachen auswählen. Guck mal. Das ist ja richtig cool. So, allerdings bräuchte man dafür halt tatsächlich... Aber guckt mal, wir haben hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Hier ist zum Beispiel eine Straße. Eine Brücke quasi. Aber das ist ebenerdig. Das ist alles ebenerdig, wartet mal. Erhöhte Autobahnüberführung, doch, doch. Ah ja, genau. Das könnte man jetzt so hier dran machen. Mit der Tabulator-Taste. Wenn wir die drücken, dann können wir hier sowas machen. Guckt euch das mal an. Das sieht auch krass aus, muss ich sagen. Also, aber ich denke mal, wir werden erstmal so dabei bleiben.
Aber super, dass ihr mir das gesagt habt, wirklich. Das können wir uns dann irgendwann nochmal anschauen. So, aber... Machen wir erstmal so, genau. Damit wir hier auch nochmal eine schöne Verbindung haben zu neuen Jobs. So. Perfekt hier. So. Dann weiter hier Parks. Genau. Einfach hinklatschen. So. Einfach Bäumchen hier. So. Bäume, 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 Bäume. So. Oh, was ist das denn? Ist das eine Mall? Sainsbury Grocer. Also ein Supermarkt. Okay. So, dann machen wir hier auch noch mal ein paar Jobs rein hier. Ich meine, wir haben es ja, ne? Also. Warum habe ich hier eigentlich eine Einbahnstraße hingemacht? Naja, egal. Nee, ist eigentlich nicht egal. Moment. Mach die Einbahnstraße mal weg. Ich mache hier eine normale Straße hin. Ich glaube, ich wollte hier Wohngebäude hinmachen, aber ist schon okay. Ist schon okay, so. Dann hier vorne für diese Jobs. Bushaltestelle, U-Bahn-Station. So. Okay. So, und dann hier direkt nochmal. So, weitermachen. Mit dem U-Bahn-Netz. So. Alles klar hier, dann geht das ja weiter. Naja, wobei, wir sind ja durch, ne? Wir sind ja quasi fertig. Gut. Dann war diese Folge, stand diese Folge halt im Zeichen unseres U-Bahn-Netzes. Ja, finde ich gut. Wenn man so den Verkehr ein bisschen besser lenken kann. Ja, und ihr seht's, ne? Der Balken geht ein bisschen in die Mitte. Finde ich super. Und hier unten brauchen wir tatsächlich Einrichtungen, so wie ich das sehe, oder? Moment, Polizei und so. Ja, ja, brauchen wir. Brauchen wir hier. Okay. Dann machen wir das. Polizei, Feuerwehr ist da. Krankenhaus. So. Dann machen wir hier vorne. Ziehen wir eine Brücke, wenn das geht. Ja! Was nehmen wir denn da? Ich glaube, diese haben wir hier noch nicht. Ich würde aber auch sagen, die Brückenhöhe lassen wir so. Weil sonst zieht da hier wieder unnötige Berge. Aber es geht auch noch gar nicht höher. Gut, annehmen. Ja, perfekt. Oder haben wir die schon? Nee, diese Brücke haben wir tatsächlich noch nicht. Okay. Sehr gut. Warum seid ihr arbeitslos? Hä? Aber wir müssen mehr Jobs bauen, ne? Merke ich gerade. Okay, das ist ja alles nicht weiter schlimm. Gut, dann machen wir das noch kurz. Passt genau hier rein? Das Gewerbegebiet, das neue. So. Perfekt, ja, genau. Ihr wollt ja Jobs haben, dann kriegt ihr auch Jobs. Direkt nochmal schön hier mit einer Station hier für euch. Und dann passt das doch, würde ich vorschlagen. Können wir hier vielleicht eine Allee draus machen, ne? Da können wir eine Allee draus machen, ja. Dann machen wir das. So. Ah, wunderbar. Sehr schön, wie alles läuft. So. Ja. Die haben jetzt nur eine Monorail, aber das passt. Kommt, das passt. Gut, liebe Freunde, da würde ich einfach mal vorschlagen. Erwartet mal, wir gucken noch mal kurz die Verkehrsprobleme. Tatsächlich. Hier ist ein Verkehrsproblem auf einer Allee. Mach hier mal eine Bushaltestelle hin, bitte. Vielleicht reicht das ja schon, wa? Wer weiß. Ja, das ist halt, ja, gut, ich hoffe, dass das schon ausreicht. Ich weiß nicht, was ich da so sagen soll. Gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt gerne weiter den Kanal.
Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.